Herzlich willkommen zum heutigen Thema, woher kommen die Störgrößen und insbesondere, wie sieht die Frequenzanalyse von Rechteckimpulsen aus? Kurzer Überblick, was wir uns alles anschauen. Erst nochmal kurz die Problemstellung und das Ziel der heutigen Übungseinheit. Wir werden uns insbesondere das Thema Rechteckimpulse annehmen und zwar mit Hilfe der Simulationssoftware LTSpice. Wir werden dort die Rechteckimpulse im Frequenzbereich analysieren. Das heißt, wir schauen uns die dazugehörigen Oberschwingungen an der verschiedenen Rechteckimpulse. Und wer am Schluss noch dabei bleiben möchte, rechne ich für den symmetrischen Rechteckimpuls noch die Fourier-Koeffizienten AN und BN von Hand aus und wir vergleichen die Lösungen der Berechnung mit der Anzeige aus LTSpice. Gut, warum Rechteckimpulse? Rechteckimpulse, hier steht es schon, sind überall und insbesondere moderne elektrotechnische Schaltungen sind ohne Rechteckimpulse nicht mehr vorstellbar. Zum einen brauchen wir symmetrische Rechteckimpulse, zum Beispiel als Clocksignal für unsere Mikrocontroller und sämtliche Prozessoren. Dann läuft ohne Rechtecksignale keinerlei Kommunikation, ob es die einfache RS-232, also serielle Schnittstelle, ob ein CAN, I2C, SPI, alle funktionieren mit Rechtecksignalen. Die sind natürlich nicht symmetrisch, wir wissen, das ändert sich über die Zeit, wir übertragen immer unterschiedliche Informationen, aber die in Grundstruktur bleiben Rechtecksignale. Dann die moderne Leistungselektronik. Hier am Bild dargestellt ein Ladegerät für ein Onboard-Charger für ein Elektrofahrzeug. Leistungselektronische Schaltungen besitzen Rechteckimpulse in der Form der Pulsweitenmodulation zur Leistungssteuerung der Systeme. Und so sieht unser Ergebnis vorweggenommen mal aus. Links dargestellt in LTSpice im Zeitbereich, beliebiger Rechteckimpuls, jetzt hier nicht symmetrisch, und rechts dann im entsprechenden Frequenzbereich. Okay, los geht's mit unserer Simulation in LTSpice. Zuallererst benötigen wir natürlich eine neue Zeichenoberfläche, hier links oben über New Schematic. Klar, wir wollen unseren Rechteckimpuls simulieren, das heißt, wir brauchen eine Impulsquelle. Impulsquellen verstecken sich unter der ganz normalen Spannungsquelle. Dazu wählen wir oben unter Component in der Bibliothek ganz rechts das Symbol Voltage aus. Okay, und platzieren jetzt an einer beliebigen Stelle einfach die Spannungsquelle. Über Escape verlassen wir den Modus, rechte Maustaste können wir jetzt die Spannungsquelle parametrisieren. LTSpice schlägt uns standardmäßig immer erstmal eine DC-Spannungsquelle vor, mit dem also mit der Amplitude, DC-Wert und einem entsprechenden Innenwiderstand. Ganz generell rate ich davon ab, einen Innenwiderstand zu setzen bei LTSpice. Der wird dann berücksichtigt als ganz normaler Serienwiderstand, problematisch bei komplizierteren Schaltungen, nachher wenn was nicht funktioniert, dann wird dieser Innenwiderstand meist vergessen bei der Fehlersuche. Für uns heute, wir gehen weiter, wir gehen auf Advanced und jetzt sehen wir, bekommen wir eine ganze Reihe an möglichen Funktionen dargestellt, welche unsere Quelle repräsentieren kann. Wir möchten eine Pulsquelle, das heißt, wir können auswählen die Startspannung, Entspannung, also Min, Top, Verzögerungszeit, Anstiegszeiten, Abfallzeit, Onzeit und Periodendauer. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die wir hier auswählen können, neben klar die klassische Sinusspannung, Sinus, Cosinus, Größen, exponentielle Größen. Zugegeben, weiß ich nicht, was SVVM ist, müsste ich im Manual nachschlagen, habe ich noch nie benutzt. Dann ebenso PWL oder, was ich aber auch schon benutzt habe, hier PWL-File. Wir können externe Datenfiles einlesen und wiedergeben. Für heute, wir gehen auf die Impulsquelle und wählen uns jetzt die gewünschte Spannungen aus für unseren Impuls.
Initial Value setzen wir zu 0. Der High-Pegel setzen wir auf 5 Volt. Wir bilden jetzt einfach mal einen Standard-Rechteck-Impuls nach, so wie er im Mikrocontroller-Geschäft sozusagen an jeder Ecke auftritt. Mikrocontroller, die allermeisten werden mit 5 Volt versorgt. Das heißt, wir haben ein unsymmetrisches Rechteck, das ist nach oben verschoben von 0 bis 5 Volt. Dann Delay setzt die Zeit, wenn wir möchten, dass wir sozusagen eine Phasenverschiebung haben, zu Beginn. Unser Impuls soll nicht sofort mit dem High-Pegel starten. Für uns egal, wir können einfach weglassen, dann wird die 0 gesetzt oder wir setzen die 0 von Hand. Jetzt die Rise-Time. Rise-Time, wie schnell soll unser Impuls ansteigen? Und da wir nachher mit dem mathematischen Modell vergleichen möchten, würde ich jetzt ganz einfach mal die Rise-Time zu einer Pikosekunde setzen. Das entspricht 1 mal 10 hoch minus 12 Sekunden, also schon wahnsinnig schnell. Genau das gleiche mit der Abfallzeit, eine Pikosekunde. Dann, wie lange soll unser Impuls aktiv sein? Symmetrischer Impuls bedeutet erst gleich lang an wie aus. Bei einer Pulsweitenmodulation würden wir von 50% Duty Cycle sprechen. Das heißt, T-On zusammen mit T-Period definiert uns jetzt die Frequenz des Impulses. Ich mache mal ein 100 kHz Rechtecksignal, das heißt, wir setzen hier 5 Mikrosekunden und das Schöne ist, LTSpice erlaubt uns hier mit den Abkürzungen zu arbeiten. Ich brauche nicht 5 mal 10 hoch minus 6 schreiben, ich schreibe 5 Mikro und 10 Mikro, die Einheit, dass es sich um Sekunden handelt, ist dann hier schon links zu erkennen und braucht nicht nochmal eingetippt werden. N-Cycles können wir wieder getrost weglassen. Das wäre der Fall, wenn wir nur einen oder zwei Impulse anzeigen möchten. Wir möchten aber unendlich langen Impuls haben, beziehungsweise einen Impuls, der so lange läuft, wie die Simulationsdauer entspricht. Dann gehen wir hier auf OK. Wir sehen hier nochmal die Impulseigenschaften angezeigt. Und was wir jetzt brauchen, ist eine Referenz. Sämtliche SPICE-Simulationsprogramme benötigen eine Referenz und diese Referenz ist der sogenannte SPICE-Null-Knoten oder der Ground-Knoten. Den finden wir hier oben neben dem Wire-Symbol. Hier sind wir im Ground-Symbol und das ist unsere Referenz. Sämtliche berechneten Knotenspannungen, also die Spannungen der einzelnen Netze werden bezogen auf diesen SPICE-0-Ground-Knoten. Wir verlassen wieder dieses Menü über Escape und setzen jetzt einfach mal noch eine Leitungsverbindung hier über Wire zwischen negativen Ausgang der Spannungsquelle zur Referenzmasse. So, dann geben wir hier oben der Spannungsquelle auch noch ein bisschen Stummel, bisschen ein Draht, wieder Escape, weil was wir jetzt noch machen können ist, um nachher bei der Auswertung einfacher die Signale zu unterscheiden, wir geben diesem Netz jetzt einen Namen. Das untere Netz, der negative Anschluss, wird schon automatisch von SPICE als Ground, als Nullknoten benannt. Das brauchen wir also über dieses Ground-Symbol, brauchen wir nichts mehr tun. Wir können aber hier oben über Label Net diesem Ausgang der Spannungsquelle noch einen Namen geben. Und den nennen wir jetzt einfach mal Rechteck. Ist völlig egal, wie wir den Namen nennen. Über die genaue Konvention von LTSpice, ob Sonderzeichen erlaubt sind, müsste ich auch nachschlagen. Ich versuche es einfach zu vermeiden oder Leerzeichen. Gut, also unser Rechtecksignal, die Hardware wäre sozusagen bereit. Wir sind sozusagen jetzt ready, um die Simulation zu starten. Gut, machen wir das doch einfach mal. Und zwar gibt es hier oben dieses kleine Männchen, das läuft. Und genau hier finden wir den Run-Button und versuchen die Simulation zu starten.
LTSpice macht jetzt erstmal nichts, weil das Programm uns jetzt auffordert zu sagen, was es denn berechnen soll. Ja? Wir sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was sich berechnen lässt. Die bekannteste Art ist die Transientanalyse. Und die Transientanalyse ist vergleichbar mit einer Messung am Oszilloskop. Das heißt, wir machen eine Messung im, oder Simulation besser, im Zeitbereich. Jeder einzelne Zeitschritt wird berechnet. Die Knoten und Spannungen, Knotenströme werden analysiert und berechnet. Es gibt verschiedene andere Mess- oder Simulationsmöglichkeiten, die, was wir auch noch benötigen, dann später für die Filtersimulation, ist eine AC-Analyse, vergleichbar mit einem Netzwerksimulator, der einzelne Frequenzen analysiert. Bleiben wir jetzt bei der Transientanalyse und sagen, ich habe einen 100 kHz Impuls, und rechteck gesetzt mit Periodendauer 10 Mikrosekunden. Lassen wir uns jetzt einfach mal 5 Perioden anzeigen, also setzen wir hier Stopptime auf 50 Mikrosekunden. Time to start saving data ist manchmal notwendig, um den eingeschwungenen Zustand abzuwarten. Wenn ich weiß, meine Schaltung schwingt, muss ich erstmal einschwingen. Maximum Time Step können wir mal getrost weglassen. Das ist, wenn ich meinen Rechner oder Algorithmus zwingen möchte, noch genauer zu rechnen, dann kann ich sagen, zum Beispiel hier setzt den Wert auf eine Pikosekunde oder Femtosekunde. Und er darf nicht schneller rechnen oder nicht größere Zeitschritte machen als den Wert, der hier eingetragen wird. Gut, alles andere können wir getrost lassen, machen okay und dann rechnen wir auch schon los. Und weil es so einfach war, geht es ja ratzfatz. Wir sehen jetzt, der Bildschirm teilt sich. Oben haben wir jetzt die Anzeige und unten bleiben wir beim Schaltplan. Und wenn wir jetzt quasi uns dem Netz nähern, dann wird aus unserem Mauszeiger wird jetzt eine, ja, wie sieht aus wie ein Oszilloskop-Probe. Ja? Das heißt, wir sind jetzt bereit, hier eine Anzeige oder eine Darstellung zu wählen. Jetzt einfach mal draufklicken und da haben wir jetzt schon unser Rechtecksignal oben dargestellt. Symmetrisches Rechtecksignal natürlich, wie erwartet, 5 Mikrosekunden an, 5 Mikrosekunden aus, gibt zusammen als Periodendauer 10 Mikrosekunden, also entsprechend unsere 100 kHz an Frequenz. Gut, soviel zur Anzeige im Zeitbereich. Wir wollten ja aber eigentlich in den Frequenzbereich gehen. Und das heißt, wir müssen jetzt ein sogenanntes Post-Processing auswählen. Das heißt, die jetzt schon einmal simulierten Daten durch die Netzwerklösung werden jetzt dann noch einmal neu berechnet und zwar mit Hilfe der Fourier-Transformation transformiert in den Frequenzbereich. Das machen wir entweder darüber, dass wir hier oben das Fenster anwählen, das Anzeigefenster, rechte Maustaste und dann auswählen FFT, Fast Fourier Transform. Die Fast Fourier Transformation ist ein mathematischer Algorithmus, der es erlaubt, die Frequenzanalyse durchzuführen für digitale Signale, manchmal auch als DFT bezeichnet, hängt eher davon ab, wie ist es umgesetzt. Der FFT-Sprachgebrauch hat sich sozusagen durchgesetzt. Gut, die FFT rechnet nicht die Koeffizienten aus AN und BN für die Fourier-Reihe, so wie wir das nachher machen. Wir haben ja auch hier gar keine unendlich lange periodische Funktion, so wie es die Fourier-Reihe fordert. Das heißt, es ist ein anderes, ein anderer Drawback sozusagen für was die Notwendigkeit der FFT ausmacht. Gut, gehen wir mal drauf. Dann sehen wir eine Auswahl, was denn alles simuliert oder halt transformiert werden soll. Wir haben eine Spannungsquelle, das heißt, wir könnten simulieren die Spannung V-Rechteck oder den Strom durch die Quelle. Da wir aber keinen Strom fließen lassen, macht es überhaupt keinen Sinn, hier sich jetzt den Strom anzeigen zu lassen. Gut, wir lassen es auf V-Rechteck
Die Punkte hier unten können wir auch getrost lassen. Hier geht es nochmal um die Basic-Einstellungen der Fourier-Transformation oder FFT. Wie viele Datensamples soll er nehmen? Dann kann ich nochmal einschränken, in welchen Zeitbereich ich benehmen möchte. Wichtig ist, dass die Fourier-Transformation oder FFT hier, dass wir einen Zeitbereich wählen, sodass das Ende quasi, also wenn ich anders ausgedrückt, die FFT macht nichts Folgendes. Und zwar, die setzt diese simulierte Funktion unendlich aneinander. Und wir würden massive Probleme bekommen, wenn das Ende nicht gleich dem Anfang entspricht. Also wenn unsere Funktion dann plötzlich nicht mehr so aussieht als periodische Funktion, die stetig ist. Ja. Dazu würde man dann nachher so eine Fensterfunktion, Window-Funktion benötigen. Darauf möchte ich aber dann später nochmal in einem separaten Video eingehen. Hier lassen wir einfach mal alles beim Alten. Bitte merken Sie sich einfach, die Frequenz oder die Periodendauer sollte idealerweise ein Vielfaches der Simulationszeit sein. Dann kommen überhaupt gar keine Probleme. Also, wir drücken jetzt OK. Und da haben wir es jetzt schon. Moment. So. Unsere Oberschwingungen zum Rechtecksignal. Dargestellt automatisch in oder die Grundeinstellung in LTSpice können wir nicht beeinflussen. Die FFT wird erstmal in dB dargestellt. An die Y-Achse und unten schauen wir die X-Achse, die Frequenz. Das heißt, wir haben quasi eine doppellogarithmische Darstellung. Ich wechsle jetzt hier mal mit rechter Maustaste auf die Y-Achse, auf eine lineare Darstellung. Das macht es erstmal, um das Signal zu analysieren, deutlich einfacher, insbesondere wenn wir nachher dann auch unsere Fourier-Koeffizienten von Hand berechnen und mit vergleichen. Nochmal einfacher. Und wir sehen einen großen Unterschied zwischen linearer und logarithmischer Darstellung in dB. Sie kennen vielleicht sogar schon das Ergebnis der Fourier-Koeffizienten, also deren Berechnung, wissen, die ist mit 1 durch x mit der Frequenzachse steigen und das sehen wir hier eigentlich sehr schön. Gut, am besten nimmt man sich jetzt einen Cursor und fährt mal entlang. Wir gehen auf die Grundfrequenz. Wir sehen die, oder wenn wir so mit dem Cursor fahren und rechts dieses Cursorfeld angezeigt wird, dann stellen wir fest, mein Cursor verloren, Moment, so, dann stellen wir fest, die Frequenzauflösung ist noch ziemlich grob, die liegt bei 20 Kilohertz. Für uns aber nicht weiter schlimm bei diesem einfachen Beispiel. Ganz einfach deshalb, weil wir wissen ja, die Oberschwingungen, also hier haben wir dritte Oberschwingung und so weiter, fünfte Oberschwingung, die sind immer ein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz. Die Grundfrequenz haben wir ja hier, ich drehe mal wieder rüber, exakt mit 100 Kilohertz und einem hier angezeigten Wert von 2,25 Volt. Gehen wir mal weiter auf 200 Kilohertz. Hier müsste jetzt eigentlich was sein, wenn man Oberschwingung ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz, aber das symmetrische Rechtecksignal hat nur ungeradzahlige Oberschwingungen. Das heißt, die geradzahligen, die 200, 400, sind jeweils zu 0 und tauchen im Spektrum nicht auf. Wenn wir jetzt oder wenn Sie einmal ein bisschen spielen nachher mit den Impulsen oder mit den Signalen und wechseln mit verschiedenen Signalen aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich, werden Sie feststellen, sobald das Signal unsymmetrisch ist, also jetzt haben die Anzeit wird länger oder die Auszeit wird länger, 10% zu 90% oder ganz unsymmetrisch oder 40 zu 60% oder 60, es macht, spielt eigentlich gar keine Rolle, dann taucht hier jetzt wie aus dem Nichts dann auch die zweite Oberschwingungen, also die geradzahligen Oberschwingungen aus. Und das ist so ein bisschen in der EMV, kann man es immer als detektivisches Mittel heranziehen, wenn gerade, also
Wir merken uns, wenn geradzahlige Oberschwingungen vorhanden sind, deutet es auf ein unsymmetrisches Rechtecksignal hin. Wenn sie da sind, aber deutlich kleiner als die ungeradzahligen, dann deutet es meistens darauf hin, ich habe ein nicht ideales Rechteck, asymmetrisches Rechteck sozusagen. Es sollte ja symmetrisch sein, ist aber nicht ganz in Realität. Gut, egal. Wir gehen hier weiter. Zweite Feld. Jetzt dann haben wir die dritte, also 300 kHz, 0,75 und so weiter. Ich denke, brauchen wir jetzt nicht im Detail durchgehen. Was ich Ihnen noch kurz zeigen möchte, wie wir die Frequenzauflösung erhöhen. Ja, ich denke, der eine oder andere hätte es da mit Nadeln gerechnet an den einzelnen Frequenzpunkten. Das können wir auch machen. Dazu schließe ich jetzt einmal nochmal dieses Fenster. Gehe in den Zeitbereich, mache eine neue Berechnung und rechte Maustaste hier auf die Simulationszeit, dieses Punkt Trans. Tran, das ist die Simulationsanweisung, also Tran für Transient-Analyse. Und jetzt sagen wir mal Stopptime nicht 50 Mikrosekunden, sondern ganz einfach eine Millisekunde. Dann OK, lassen die Simulation laufen. Hat nicht funktioniert, warum hat es nicht? Moment. Das Problem hatte ich gestern schon mal. Er wollte den Wert einfach nicht annehmen. Warum? Weiß ich nicht. Also dann die brachiale Methode. Entfernen-Taste, Transient-Analyse ausschneiden. Laufen lassen. Dann müsste er mich jetzt fragen, genau, was möchtest du simulieren, weil es keine Simulationsart definiert ist. Eine Milli. Okay. Genau, jetzt hat er es gemacht, super. Unten steht jetzt eine Millisekunde und oben sehen wir jetzt eigentlich nicht mehr viel, außer viele grüne symmetrische Impulse. Ich könnte noch mehr simulieren, 10 Millisekunden, 100 Millisekunden. Die FFT, wir könnten natürlich sagen, je mehr Informationen mir ihr zur Verfügung stellen, jetzt geht es schon wieder nicht, desto genauer kann sie berechnen. Aber wie gesagt, immer wichtig, ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz, also die Simulationsdauer. Spielen Sie einfach mal ein bisschen auch damit und gucken Sie, was passiert, falls Sie das nicht einhalten. Also machen wir mal 10 Millisekunden. Genau, jetzt langsam sieht man fast gar nichts mehr außer dem grünen Bildschirm. Jetzt aber nochmal das gleiche, rechte Maustaste, View, FFT, wir lassen die Einstellungen gleich, machen OK. Wechseln jetzt erstmal nochmal in linearen Modus und voilà, hier haben wir jetzt unsere Nadelimpulse. Und was wir auch sehen, die Anzeige, die Nadelimpulse sind nach rechts gewandert. Das heißt, wir sehen oder bekommen jetzt mehr Informationen runter zu tieferen Frequenzen, was aber oder wo natürlich nichts ist, ja, weil wir starten ja, wir haben eine Grundfrequenz von 100 kHz und nur als Oberschwingung ganzzahlige Vielfache, also unter 100 kHz darf nichts sein eigentlich. Wenn wir jetzt hier, das ist natürlich deutlich schwieriger, wir sind jetzt eine Frequenzauflösung von 0,1 kHz und ich habe die vorher eigentlich absichtlich so grob gelassen, weil dann kann ich mit dem Cursor ganz einfach auf die Amplitude gehen. Jetzt habe ich sie erwischt oder halt auf die Grundfrequenz gehen zum Beispiel. Jetzt sind wir wieder bei 100 kHz. Ergebnis ist natürlich das gleiche, 2,25 Volt exakt wie vorher auch. Das heißt, wir haben jetzt einfach eine höhere Frequenzauflösung, aber nicht mehr Informationen erhalten, außer dass wir mehr Datenpunkte belegen und entsprechend mehr Speicherrechenzeit und so weiter. Heutzutage weniger ein Problem. Vor 20 Jahren sah das noch anders aus. Da hat man um jeden freien Speicherplatz gerungen, sozusagen bei den Simulationen. Gut, soviel zur Simulation unseres Rechtecks. Rechteckimpulses und dessen Aufbau. Ich würde Sie bitten, spielen Sie doch einmal ein bisschen mit rum und schauen Sie die Ergebnisse im Zeit- oder Ihrem Frequenzbereich an. Ich gehe jetzt nochmal, machen wir vielleicht ein bisschen höhere Auflösung, eine Millisekunde
Und ich würde Sie können da dann jederzeit reinzoomen, so einen Impuls, wenn Sie ihn sehen möchten. Spielen Sie einmal ein bisschen mit rum, gucken, was passiert. Zum Beispiel machen Sie einen unsymmetrischen Impuls. Ja? T-On-Zeit, sagen wir eine Mikrosekunde zu 10 Mikrosekunden. Wenn wir es laufen lassen, dann sehen wir kleine Nadelimpulse. Ja? Schauen Sie sich hier die FFT an, ja? Zum Beispiel. Sie können auch hier wieder die Zeitdauer erhöhen, Sie können die Zeitdauer erniedrigen, ja. Sie können aber auch mal den Einfluss beobachten. Jetzt muss ich wieder einen Trick machen, das hat nicht funktioniert. Da gehen wir zurück auf die Stopptime, machen wir nicht 50 Mikrosekunden, sondern 40 Mikrosekunden. Können ja hier mal den Einfluss anschauen. Wenn Sie jetzt eine FFT machen, jetzt ist die Simulationsdauer kein Vielfaches mehr der Grundfrequenz und Sie werden feststellen, das Ergebnis im Frequenzbereich sieht anders aus und es wird falsch sein. Ja, nicht ganz falsch, aber es ist fehlerbehaftet, weil, wie gesagt, die FFT sitzt ihr Signal einfach hintereinander und geht dann davon aus, es sieht aus wie den Ausschnitt, den wir gerade sehen, nur unendlich fortgesetzt. Und wenn die Gegebenheit nicht gegeben ist, dann bekommen wir massive Falschinformationen aus der FFT. Gut, so viel zu unserer Kurzeinführung zu LT-Spice und den Rechtecksimpulsen im Zeit- und Frequenzbereich. Ich würde jetzt dann im nächsten Schritt hingehen und die Fourier-Koeffizienten des, ich mache es wieder zurück, des symmetrischen Rechteckimpulses berechnen. Das heißt, wir haben, ich mache die Einstellung einmal nochmal zurück. Und genau diesen Impuls herleiten über, also die Frequenzanteile herleiten über die Fourier-Reihe. Die Fourier-Reihe lässt sich über die Gleichung U von t ist gleich U Average, das ist der Mittelwert unserer Kurve, plus jetzt die Summe n gleich 0 bis unendlich. Unser kommt der Fourier-Koeffizient an mal Cosinus n mal Omega 0 t plus Bn-Koeffizient, Sinus, Entschuldigung, Sinus n Omega 0 t berechnen. Besser noch hier eine geschweifte Klammer drumherum. N ist unsere Laufvariable, dann die Grundschwingung, die Oberschwingung, also n mal die Grundschwingung haben wir schon gesehen. Omega 0 entspricht genau unserer Grundschwingung, also 2 Pi mal F0 Grundfrequenz oder 2 Pi mal 1 durch t. Die Periodendauer. Die einzelnen Fourier-Koeffizienten an und bn, das sind jetzt unsere gesuchten Größen. Wenn wir die haben, kennen wir auch die entsprechenden Sinus- und Cosinus-Schwingungen, mit denen, also die Oberschwingung, die Spektralanteile unserer Kurve. Also an lässt sich berechnen mit 2 durch t Integral. Typischerweise dann das Integral über einer Periode Groß T, dann wieder unsere Kurve U von T, unser Rechteckimpuls Cosinus n Omega 0 mal T dt. Fast analog unser Fourier-Koeffizient Bn mit 2 durch T Integral, bisschen wieder über eine Periode unsere Kurve U von t, aber jetzt mal Sinus n Omega 0 t mal dt. Gut, machen wir es das doch einfach mal zusammen für unseren Rechteckimpuls, unseren symmetrischen Rechteckimpuls. Und hier mal noch mal kurz skizzieren. Er ist bei uns gestartet bei 5 Volt als unsere Spitzenspannung. Ich würde vorschlagen, wir rechnen es jetzt erst ganz allgemein aus und dann nachher
wenden wir die gefundene Gleichung dann auf unseren Impuls an, also hier haben wir U-Dach, was dann nachher unseren 5 Volt entspricht. Die Periodendauer groß T, was bei uns, ich glaube, genau 10 Mikrosekunden entspricht. Und weil wir symmetrisch sind, ist natürlich die Anzeit T on hier mit 5 Mikrosekunden die Hälfte der Periodendauer. So, jetzt zu unseren Koeffizienten. Beginnen wir mit dem Koeffizienten an. Also setzen wir die Gleichung ein. Wir integrieren jetzt über eine Periode groß T, dann können wir schreiben, an ist gleich 2 geteilt durch T. Integralen T, ich schreibe es jetzt nicht nochmal auf, aber wir wissen, unsere Kurve hat nur Bestandteile bis T halbe, ansonsten ist sie zu 0. Also wenn ich es mal farbig markiere, wir benötigen jetzt nur diesen Zeitabschnitt zu integrieren, weil hier hinten haben wir die 0. Dann können wir nämlich direkt schreiben, 0, Integral 0 bis T halbe. Und zwar U-Dach ist dann der Funktionswert mal Cosinus n Omega 0 t dt. Das heißt, das Integral wird deutlich ansehnlicher und kleiner. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie der Cosinus integriert wird. Cosinus Integral erhalten wir einen Sinus, das heißt 2 U-Dach geteilt durch t. Dann haben wir den Sinus n Omega 0 t, einfach nur das U-Dach vorgezogen. Jetzt die Stammfunktion vom Cosinus n Omega 0 t ist Sinus n Omega 0 t geteilt durch n mal Omega 0 und in den Integrationsgrenzen 0 bis t halbe. Wenn wir das jetzt ausmultiplizieren, dann ziehen wir alle Konstanten raus. Das ist 2 U-Dach geteilt durch n mal 2 Pi 1 durch t mal t. Mal, Klammer auf, jetzt der Sinus eingesetzt, Klammer auf, n mal 2 Pi 1 durch t mal t halbe. Und was ich gemacht habe, ist, muss ich große Klammer aufsetzen, ich kann ja für Omega 0, also mit Omega 0, 2 Pi mal 1 durch t setzen. Also es entspricht genau, ich markiere es nochmal kurz, diesen Werten hier, also 2 Pi mal 1 durch t, es entspricht dem Wert hier Omega 0. Genau, zurück zur Stiftfunktion. So, und jetzt habe ich aber die untere Grenze vergessen oder einen Platz ausgegangen, Minus, die ist aber ganz einfach, weil Sinus von 0 können wir direkt hinschreiben, als untere Grenze, große Klammer zu. So, jetzt kürzen sich ein paar Terme raus. Wir sehen, t kürzt sich raus, t kürzt sich raus, 2 kürzt sich raus, 2 kürzt sich raus und dann bleibt nur noch stehen Sinus n mal Pi. Sinus von 0 ist so oder so 0. Dann wird die Gleichung deutlich einfacher und es steht noch da, an ist gleich 2 u-Dach geteilt durch, unten können wir auch noch einige Dinge kürzen. Also t fliegt raus, t fliegt raus. 2 u-Dach geteilt durch, die 2 hätten wir auch rausschmeißen können, aber das machen wir mal weiter. N mal 2 Pi, das ist ein anderes Blau, Moment. So,
mal, es bleibt noch Sinus, Sinus, Klammer auf, was bleibt denn stehen? N mal Pi. Gut, die Sinusfunktion, wenn wir die mal kurz skizzieren, wenn man es nicht auswendig weiß, so mache ich es eigentlich auch immer, die ist 0 bei 0, die ist 0 bei 2 Pi und in der Mitte, da ist sie auch 0 bei Pi, das bedeutet n mal Pi Sinusfunktion ist 0 und wir sehen oder wir merken von unserem An-Koeffizienten bleibt nicht viel übrig, außer die 0 an sich. Macht es natürlich einfacher, ja, das heißt unser gesamter Term An fällt raus. Bleibt jetzt noch die Frage nach unserem BN-Koeffizienten. Also BN, wenn wir uns das notieren, nochmal die Gleichung BN, was wir nicht mehr sehen können, ist gleich also 2 durch T. Integral U von T mal Sinus N Omega 0 T. dt. Jetzt wieder gleiches Spiel. Die Kurve, die hat sich natürlich nicht verändert. Dann können wir sofort schreiben 2 durch t. Also hier Großintegral. Welches eine Periode. Periode. Jetzt auf von 0 bis t halbe. Dann bleibt nur noch u dach mal Sinus n Omega 0 mal t dt. Jetzt brauchen wir nur noch die Stammfunktion der Sinuskurve, dann bleibt da 2 u dach, einfach u dach wieder nach vorne gezogen, mal große Klammer auf minus Cosinus n Omega 0 t und dann wieder geteilt durch n Omega 0 und das in den Integrationsgrenzen von 0 bis T halbe. Jetzt setzen wir die Integrationsgrenzen wieder ein. Also entsteht da 2 U Dach geteilt durch. Ich ziehe jetzt die Sachen wieder nach vorne. T mal N mal Omega 0. Und Omega 0 könnten wir ja gleich wieder ersetzen durch 2 Pi mal 1 durch 1 durch t, 1 durch t. Mal jetzt obere Integrationsgrenze, Cosinus n mal Omega 0 mal t halbe. Mal t halbe und jetzt könnten wir hier den gleichen Trick machen. Omega 0 sofort ersetzen, macht es einfach. Also schreiben wir n mal 2 Pi mal 1 durch t mal t halbe, große Klammer, minus untere Integrationsgrenze, den Cosinus von 0. Wie vorher auch. Jetzt muss ich aufpassen, wir hatten ja oben, das habe ich jetzt hier vergessen, dieses eine Minus, das muss ich noch dazu nehmen. Also das haben wir Minus und hier kommt ein Plus. Das ist mir raus. Entschuldigung. So, jetzt kürzen wir aber erst noch ein paar Dinge raus. Wir sehen, t fällt raus gegen t. Ja. Dann wissen wir, die 2 fällt raus gegen die 2. Übrig bleibt noch hier u dach n mal pi. Hier fliegt die 2 raus, die 2 fliegt raus, t fliegt raus, t fliegt raus. Das heißt, wir haben dann noch übrig u dach geteilt durch ja, n mal pi bleibt nur noch stehen, mal, Klammer auf, jetzt hole ich Cosinus von 0 ist die 1, die Kurve, die läuft ja so. Ja. Ich muss mir das übrigens auch immer noch mal kurz in Gedanken herleiten. 0, 2 Pi, Pi
nicht jeden Tag macht, dann einfach nochmal kurz die Sinus- und Kosinusfunktion skizzieren. Also die hole ich jetzt vor, Kosinus von 0 ist 1, also hier oben startet mit der 1 und dann minus, jetzt dann haben wir den Kosinus und was bleibt noch drin? Es bleibt stehen n mal Pi. N mal Pi, große Klammer. So, und jetzt gucken wir mal. N mal Pi heißt ja nichts anderes, hier steht als, steht in der Reihe Pi, dann 2Pi, 3Pi und so weiter. Ja. Außer für die 0, Kosinus gleich 0, dann wird der Term zur 1. Aber jetzt gucken wir mal bei Pi, 2Pi, 3Pi, was passiert. Das heißt, wir sind an dieser Stelle entsprechend bei minus 1. Das heißt, wir können für diesen Term sofort sagen, der ist minus 1. 1 minus minus 1 bleibt nachher stehen, gibt natürlich dann zusammen eine 2. Das heißt, unser Koeffizient ist 2 u dach geteilt durch n mal pi. Gut. Jetzt sind wir fertig. Wir haben unseren Koeffizienten gefunden, unseren Fourier-Koeffizienten, der einzige, der übrig bleibt. Und jetzt können wir dann unsere Fourier-Reihe aufstellen und können sagen, also U von T, unser Rechtecksignal, ist der U-Average. Und es bleibt nur noch übrig plus Summe n gleich, wir haben gesagt, wir starten bei der 1, weil Kosinus von 0, die 0 müssten wir noch separat untersuchen, weil hier dummerweise die 0 im Nenner steht. Aber ich habe hier 1 minus Kosinus von 0 ist plus 1. 1 minus 1 gibt die 0, das heißt, das können wir weglassen. Also n gleich 1 bis unendlich, bn mal Sinus n mal Omega 0 t. So, bn haben wir gerade berechnet. Einzig, was uns noch fehlt, ist der Average, der Mittelwert. In der EMV spielt er keine Rolle, weil was interessiert uns der Gleichspannungswert, ja? Also der Mittelwert, um welche die Kurve sozusagen angehoben ist. Bei uns in der Kurve oder halt in dieser Kurve ist es ja sehr einfach, der Mittelwert. Beim symmetrischen Signal sieht man mit bloßem Auge, der liegt bei U-Dach halbe. Wie gesagt, bei uns nicht von großem Interesse in der EMV, U-Average, nur rein vollständigkeitshalber für die Mathematik. Also ist gleich U-Dach halbe plus Summe n gleich 1 bis unendlich. 2 U Dach geteilt durch n mal Pi mal Sinus n mal Omega 0 t. Gut, das war's. Und wenn wir es jetzt mal aufschreiben, dann können wir sagen, klar, wir setzen uns jetzt aus der Grundfrequenz zusammen, also Frequenzanteile. Frequenzanteile, also n, ja, machen wir eine kleine Tabelle, Seite, also Frequenzanteile, n ist gleich 1, unsere Grundfrequenz. Und jetzt muss ich mal gucken, ich habe das mal berechnet in der Tabelle, wo ich nicht mal neu, nicht nochmal neu machen muss, also Frequenzanteile für unser LT-Splice-Beispiel. Das Beispiel, also n gleich 1, Grundfrequenz, das heißt f ist gleich 100 Kilohertz, unsere Grundfrequenz, und da haben wir jetzt dann eine Oberschwingung, die schwingt mit dem 2 mal U-Dach, also 2 mal 5 Volt geteilt durch Pi mal Sinus, Klammer auf, Omega 0, 2 Pi mal 100 Kilohertz
mal t. Das wäre die vollständige mathematische Beschreibung. Uns interessiert natürlich nur die Amplitude. Das heißt, die Amplitude U1 Dach, sagt man dann manchmal, oder schreibt man es manchmal, ist dann 2,25 Volt. 2,25 Volt, aber jetzt muss ich aufpassen, wenn man es in den Taschenrechner eingibt, kommt dann nicht 2,25 Volt raus. Das mache ich aus folgendem Grund. Ich tippe es nochmal kurz im Taschenrechner. Ich habe meine Tabelle als 2 mal 5 geteilt durch Pi, gibt nämlich 3,18. Entschuldigung. Also gibt 3,18 Volt. Wenn wir jetzt aber hin zu T-Splice gehen, jetzt hoffe ich, finde es auf die Schnelle. Genau. Symmetrische Rechteck, View, FFT, Grundeinstellung, Linear. Und hier jetzt mal oben auf den Cursor gehen und uns anzeigen lassen. Dann sehen wir hier, der Maximalwert liegt bei 2,25 Volt bei 100 kHz. Berechnen tun wir aber 3,18 Volt. Und das liegt aber daran, dass die Berechnungsprogramme, ob es LTSpice ist oder Multisim, egal wie sie heißen, die meisten Rechnen geben uns den RMS-Wert aus, also Effektivwert. Root Mean Square, das heißt, ich muss nochmal den U-Dach geteilt durch Wurzel 2 teilen und dann komme ich auf die 2,25 Volt. Und exakt gleich, wie es mir LTSpice simuliert hat. Gehen wir auf die nächste, jetzt auf die Oberschwingung, n gleich 2, zweite Oberschwingung, also F, können wir sagen F1, F2 ist jetzt 200 kHz, brauche ich nicht ausrechnen, weiß ich, die ist 0. Ja. Ich weiß es auch hier aus dieser Größe, dass, wo sind wir? N mal Pi, also hier drin wird ja, machen wir noch weiter ausholen vielleicht, also n gleich 1, also Pi, 2Pi, 3Pi, 4Pi, das heißt, es gibt ja mein n mal Pi, wenn n gleich 1 ist, dann sehen wir hier oben bei der 1, 1 minus 1 gibt die 0, also die Oberschwingung fällt weg. Bei 2, ebenfalls bei 2Pi, bei 1Pi sind wir bei 0, bei 2, Entschuldigung, jetzt komme ich durcheinander, nur mal von vorne, also bei nPi, n gleich 1, sind wir bei minus 1, jetzt habe ich es, bei 2Pi sind wir bei plus 1, bei 3Pi sind wir bei minus 1, bei 4Pi sind wir wieder bei plus 1, ja. Das heißt, was ich noch vergessen habe, hier dazu zu schreiben, die BN-Koeffizienten gelten dann nur natürlich für n gleich alle ungeradzahligen, also n gleich 1,3,5. Für alle geradzahligen sind sie 0. Wussten wir ja aber eigentlich bereits schon. Das heißt, ich kann sagen, F2 200 kHz haben wir 0 Volt. Interessant wird es jetzt erst wieder, n gleich 3, F3, 300 kHz. Dann können wir schreiben, 2 mal 5 Volt geteilt durch 3 mal Pi Sinus 2 Pi mal 3 mal 100 kHz mal T. Und dort haben wir dann als Vergleichswert bei der dritten Oberschwingung 0,75 Volt. Und auch hier können wir den Vergleich machen wieder mit LTSpice. Ich setze jetzt den Cursor auf die dritte Oberschwingung. Dann sehen wir 300 kHz, 0,75 Volt. Perfekt, sie wurden 50 Millivolt, genauso wie wir es berechnet haben.
Gut, weitermachen brauche ich jetzt nicht. Ich denke, das Prinzip ist klar geworden. N gleich 4 haben wir natürlich wieder die 0 Volt und so weiter. Und ich denke, es ist schön zu erkennen, der Vorteil, der in einer Simulation für uns gegeben ist. Wir können jetzt ganz einfach spielen, verschiedene Impulse analysieren, uns das Frequenzspektrum anzeigen lassen, ohne jeweils die Fourier-Koeffizienten berechnen zu müssen. Nachteil ist natürlich, das ist der Vorteil der Rechnung, ich habe keine geschlossene analytische Lösung. Ja, ich erhalte letztendlich ein Ergebnis aus der Fourier, also schnellen Fourier-Transformation, FFT, schnellen Fourier-Transformation oder die digitale Fourier-Transformation ohne einen analytischen Verlauf, wie denn sich die Fourier-Koeffizienten entwickeln. Gut, soviel zu unserem symmetrischen Rechteckimpuls. Ich hoffe, es ist soweit verständlich geworden. Simulation versus Rechnung. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mich bitte an oder unten dann entsprechend in den Kommentaren. Viel Erfolg beim Nachbauen.